Oskar und Leo. Tschüss, Oskar und Leo. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es soweit. Oskar und Leo dürfen ihr Winterquartier verlassen. Bevor wir allerdings die beiden in die Freiheit lassen, wollte ich euch ein paar Infos mitgeben, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, irgendwann im Herbst, ein Video gemacht davon, dass wir zwei Eidechsen gefunden haben. Ich bin mittlerweile etwas schlauer. Es sind keine Eidechsen. Es handelt sich bei den beiden um Molche. Und zwar gehe ich davon aus, dass es Teichmolche sind. Ich wäre selbst niemals darauf gekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Zuschauer, der mich darauf hingewiesen hat. Für mich waren Molche immer, ja, diese schwimmenden Wasserwesen. Dass sie tatsächlich eine Wassertracht und eine Landtracht haben, wusste ich nicht. Unsere beiden hier sind noch in der Landtracht. Wir haben ihnen zwar ein Wasserbecken da hinten eingebaut, aber das ersetzt natürlich keinen richtigen Teich oder kein Gewässer. Und da der Winter vorbei ist und ich hoffe, dass es nicht mehr friert, haben wir uns jetzt entschlossen, die beiden freizulassen. Es ist wundervolles Wetter, die Sonne scheint, es ist warm und wir hätten sie eigentlich schon viel eher rauslassen wollen. Eigentlich müssten sie nämlich gegen Ende Februar, Anfang März, glaube ich, Richtung Laichteich. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil es zu der Zeit einfach noch gefroren hat. Und die beiden hier sind ja überhaupt gar keine Kälte gewohnt gewesen. Wir haben sie im Herbst bekommen und sie sind dann immer hier bei Zimmertemperatur bei uns gewesen. Und wenn wir die dann im Frost ausgesetzt hätten, glaube ich nicht, dass sie das überlebt hätten. Wir haben die beiden nicht aus der Natur geholt. Wir haben sie in der kalten Jahreszeit bei uns im Haus gefunden. Das heißt, sie hätten nicht überlebt, wenn wir sie direkt rausgebracht hätten. Darum durften sie hier überwintern und dürfen jetzt eben wieder raus, jetzt wo es warm ist. Da kommt Roman und stört mal wieder meine Videos. Hi. Du hast doch wirklich ein Talent dafür. Was ist denn? Wir suchen die Kinder, aber es war schon. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Zwei Dosen. Ich werde die beiden jetzt rausholen und in jeweils eine Dose packen. Und dann dürfen sie raus in die Natur. Ganz wichtig, habe ich auch gelernt, man sollte Molche niemals mit trockenen Händen anfassen, weil sie eben Wasserwesen sind. Wir haben das Ganze hier auch immer feucht gehalten. Ich mache jetzt meine Hände nass und werde jetzt suchen, wo die beiden sich verstecken, denn sie sind natürlich nachtaktiv und werden jetzt nicht freudestrahlend auf meine Hände springen. Und dann setzen wir die beiden raus in die Freiheit. Ich habe sie ein bisschen lieb gewonnen, muss ich gestehen. Naja. Ach so, sie haben bei uns Insekten bekommen. Falls ihr euch also wundert, warum das Terrarium so schrecklich schmutzig ist, das war nicht von Anfang an so. Wir haben es regelmäßig gereinigt, aber die Kleinen mochten Nacktschnecken, Mini-Nacktschnecken. Und ich habe mir gedacht, naja, so eine Mini-Nacktschnecke macht ja nicht so viel Dreck. Also über Nacht schafft eine Mini-Nacktschnecke es, die ganzen vier Scheiben hier komplett zu versiffen. Also, Nacktschnecken sind keine so gute Idee, auch wenn sie die gerne mögen. Ansonsten haben wir viel mit Ameisen gefüttert, Regenwürmer, Tausendfüßler, ja, alles, was so im Garten zu finden war. Ist eine tolle Sache auch für Kinder, denn wir hatten ja jetzt die Verantwortung für die beiden und mussten jeden Tag raus und gucken, dass wir wieder Insekten finden. Man sollte sie nicht zu viel füttern, muss ich auch dazu sagen. Wir haben die Insekten halt gesammelt und haben dann geguckt, dass wir immer was da haben. Wir sind auch nicht jeden Tag draußen gewesen, nein. So viel dazu. Ich höre jetzt auf zu reden und hole die beiden raus. Naja, jetzt sieht man ihn nicht so richtig. Wo denn? Unseren kleinen Leo. Da drin sitzt er und versteckt sich. Aber das ist perfekt. Dann können wir nämlich mit dem Stamm aussetzen. Ja. Siehst du ihn? Ja. Wo ist Oskar? Kann man ihn jetzt sehen? Ja, das ist Oskar. Viel größer geworden. Ja. So, dann wollen wir die mal rauslassen.
wenn wir die ins Wasser setzen wollen, ans Wasser. Du machst das prima. Der Körper jetzt gerade erstmal Oskar rauslässt. Danach gleich Leo. Leo ist hier bei mir. Oskar und Leo. Tschüss, Oskar und Leo.